Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Franziska und ich habe jetzt die Herbstlegung 2023 für dich, wenn du Wassermann im Sternzeichen bist oder den Wassermann als Aszendent hast oder im Mond oder in der Venus. Dann kann jetzt etwas dabei sein für dich, kann deswegen, weil es eine allgemeine Legung ist, bitte bedenke das immer. Diese trifft nun mal nicht auf alle von euch zu. Ich habe hier ein großes Blatt Lenormand-Karten ausgelegt mit den Karten von der Sandra Spindler. Das Modern Light Lenormand ist es. Dann nehme ich eine Überschrift von den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von der Colette Baron-Reid oder Wright. Und natürlich wieder mit am Start sind die Seelenblickkarten. Da kommt die Liebe. Oh, sehr schön. Sehr schön. Dann schauen wir doch gleich mal. Ihr findet die Karten wie immer unten in der Infobox aufgeführt. Und wir schauen jetzt gleich mal, um was es bei dir geht. Und wir beginnen mal mit den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. Und da kommt eine sehr schöne Karte, die Karte Gesegnet. Du bist gesegnet oder du siehst einen Segen bei jemand anderen. Oder bist dafür verantwortlich bei jemand anderen. Denn es kommt noch die Karte nicht für dich. Und das kann gut sein, dass es ein Segen ist, zu erkennen, was nicht für dich ist. Ja? Das ist so das, was ich als allererstes bekommen habe. Denn die Karte nicht für dich bezeichnet tatsächlich etwas, das etwas nicht für dich ist. So, und jetzt starten wir mal mit den Karten. Die weibliche Hauptperson hier dargestellt mit der weiblichen Hauptpersonenkarte, das bist in jedem Fall du, unabhängig deines Geschlechtes. Die männliche Hauptpersonenkarte stellt dein Gegenüber dar, auch unabhängig des Geschlechtes. Wunschpartner, Lebenspartner oder eine Person, mit der du es vermehrt zu tun hast. Es kann hier auch immer um das Thema Aktivität gehen, Aktivität, Passivität, ja? Möchte ich nur noch mal so nebenbei dazu sagen. Und wir schauen jetzt mal, was hier so anliegt. Die unterliegende Energie, es ist eine Extended-Version, schauen wir uns auch an. Und da kommen die Orcas. Die Orcas stehen für Emotionen, für Zusammenarbeit, auch für das Thema Frauenpower. Und wir schauen jetzt mal, um was es hier geht. Ich lege die mal hier so an die Seite und dann geht's los. Du liegst hier im Hause des Parkes. Das heißt, du bist jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Oder der sich gerade um etwas Öffentliches Gedanken macht, denn hier sind Unklarheiten. Unklarheiten, die diskutiert werden. Unklarheiten verschwinden hier, die mit einer Tochter, also mit der ersten Tochter oder mit dem dritten Sohn zu tun haben. Und du denkst hier auch über eine Reise nach. Da gibt es auch noch ein paar Unklarheiten. Hier ist im Übrigen eine Reise angezeigt, die plötzlich stattfindet und die hier so ein paar Geheimnisse lüftet, ja. Ich habe den Eindruck, für den einen oder anderen von euch ist diese Reise hier auch etwas, wo Wissen zutage gefördert wird. Auf jeden Fall ist es etwas Positives. Das sehen wir hier oben. Das Glück liegt hier mit dem Klee dargestellt im eigenen Haus, was dafür steht, dass hier eine glückliche Phase beginnt. Ja? Jedoch
Habe ich hier Veränderungen, positive Veränderungen, die hier vom Gegenüber oder durch das Gegenüber ausgelöst sind oder die er hier jetzt durchmacht, durch eine Reise zum Beispiel, da kommen positive Veränderungen. Es kann hier auch mit den Störchen darum gehen, dass dieses Gegenüber umzieht. Das ist auch denkbar, weil wir hier die Trennung von dem Haus haben und die Störche stehen ja für den Umzug und wir haben hier die Bewegungskarte bzw. liegen die Störche im Haus des Schiffes. Also hier geht es um positive Veränderungen, die in Zukunft da sein sollen, da sein werden bei dir. Und da sind noch so ein paar Herausforderungen angezeigt. Diese Herausforderungen haben damit zu tun, dass du entweder nicht ernst genommen wirst oder hier ein paar Themen, also du dich nicht ernst nimmst, sehe ich hier viel eher noch, als dass es von außen ist, eher noch, dass du dich nicht ernst nimmst. Deine Wünsche und Sehnsüchte hier noch im Unklaren sind, beziehungsweise die Erfüllung deiner Wünsche und Sehnsüchte hier noch ein bisschen schwierig ist, weil hier noch ein Geheimnis da ist. Das sagt auch der Schlüssel. Achtung, Ausrufezeichen, hier ist ein Geheimnis. Und hier habe ich den Sarg. Also hier ist etwas, was mit dem Thema zu tun hat, genau hinhören. Genau, also achtsam sein, was die Arbeit angeht, aber vielleicht arbeitest du auch gerade an deiner Achtsamkeit. Und möchtest hier die Arbeit beenden. Und diese Veränderung ist einfach diese Herausforderung, weil du zum Beispiel noch nicht weißt, wie. Ja? Denn ich habe hier auch das Ende von gewissen Verträgen, Verbindungen, Verbindlichkeiten, Beziehungen und hier liegt die Sonne. Also, und hier habe ich auch den Erfolg, jedoch habe ich auch hier dieser Erfolg, hier ist entweder eine gedankliche Blockade oder hier ist auf der Gefühlsebene noch etwas, was es loszulassen gilt. Und ich habe den Eindruck, der Mond ist ja das Thema Gedanken, Gefühle, auch Emotionen, Thema Psyche. Und da darf sich noch etwas auflösen, noch etwas in die, entweder in die Erkenntnis kommen, dass hier noch etwas bewusst wird. Denn ich habe den Eindruck, das Bewusstsein ist es, was dir hier die Möglichkeit gibt, gewisse Kreisläufe zu beenden. Hier liegt Gott sei Dank auch schon das Ende von Schwierigkeiten und das Ende von Umwegen. Und da liegt der Neubeginn. Es ist gut möglich, dass das Ganze auch mit einer Frau zu tun hat. Und es ist natürlich auch das Thema, dass hier gewisse Verhaltensstrukturen verändert werden. Des Weiteren habe ich hier eine einflussreiche Person im Haus. Das kann jetzt zum einen ein Ahnenthema sein, was hier aufkommt, weil das Schiff ist ja auch das Thema Erbschaft. Hier habe ich auch das Kreuz gegenüber. Also, dass jetzt schicksalshaft etwas in den Fluss kommt, und zwar ganz plötzlich. Und das vor allem bei diesem Gegenüber, habe ich den Eindruck. Und für andere wieder ist eine Aktivität, die du gerade vornimmst, vielleicht willst du gerade umziehen oder planst, in der Zukunft einen Umzug,
Da sind noch ein paar Herausforderungen auf der emotionalen Ebene. Und da braucht es noch ein paar Lösungen, ein paar Entscheidungen. Ich habe hier zum Beispiel auch liegen einen Richter oder einen Notar, der hier einen Sachverhalt klären kann. Ebenso habe ich hier viele Behördenangelegenheiten liegen, um die es geht. Und da sind auch einige Entscheidungen zu treffen. Da kommen Nachrichten rüber und dann gibt es Entscheidungen. Es gibt aber auch immer Lösungen dafür, die hier mit dem Haus oder mit dem Thema Familie zu tun haben. Für den einen oder anderen kann es ja auch um eine stabile Basis gehen. Und da sind noch ein paar Dinge hier zu klären, ja. Dieser Einfluss, dieser Bär, der kann eine einflussreiche Person sein, wie jetzt zum Beispiel Makler, kann aber auch jeder Sachbearbeiter sein, ja, weil ich den Turm daneben dran habe. Und es kann auch jemand sein, der einfach auf seinem Gebiet Spezialist ist. Auch gut möglich. Und der hier für einen Neuanfang steht und dadurch dann, also gerade so schwierige Abläufe habe ich hier den Eindruck, klären kann, aufklärt. Und der ein oder andere von euch, der braucht hier der braucht hier auch ein bisschen Mut, ein bisschen Durchsetzungskraft. Aber das Ganze geht hier mit diesem Geheimnis, was eine Herausforderung ist, einher. Da ist etwas im Verborgenen, was du noch nicht weißt. Und hier ist diese Herausforderung. Da ist ein Problem oder eine Sache, die hier noch aufgelöst werden will. Ja? Mit Sicherheit endet hier auch dieses Geheimnis. Das liegt zweimal drinnen und das finde ich sehr, sehr schön. Also hier wird auf jeden Fall etwas klar. Ich habe den Eindruck, dass das etwas sein kann, was über Umwege zu dir kommt. Also so ein paar Umwege auf ich zwischendrin immer mal leise bin, dann muss ich mal reinspüren, was das ist. Ich habe hier den Eindruck, dass es wirklich um Verhaltensmuster geht, die einem klar werden. Aber mit der Schlange kann es ja auch etwas sein, was mit Gift zu tun hat. Denn ich habe hier den Giftpilz in Mäusen, was sehr gut ist. Das heißt, etwas Toxisches geht hier in den Verlust. Abhängigkeiten oder das kann jetzt eine Situation sein oder eine Person, das kann eine Substanz sein, das kann alles sein. Das geht hier in den Verlust und du machst hier etwas anders wie sonst. Und das zeigt mir schon mal an, dass du deswegen hier dein Verhalten änderst. Also du veränderst hier auf jeden Fall dein Verhalten, beziehungsweise diese Person hier. Und ich habe den Eindruck, mein lieber Wassermann, das Thema ist auch hier, die Geduld aufzubringen,
bis sich was verändert. Weil der Storch sagt immer, positive Veränderungen sind da, Umzug, aber es ist auch bei beiden immer so, bis sich was verändert. Zum einen darf hier noch etwas, da darf noch tiefer geschaut werden, da ist noch was an Dokumenten und Papieren, was anzuschauen ist. Da ist aber auch noch so ein Geheimnis. Das Buch ist immer ein Geheimnis. Etwas, was man eben noch nicht weiß. Und ich habe den Eindruck, dass das hier damit zu tun hat, dass der richtige Zeitpunkt noch nicht da ist. Und ich habe hier auch so das Gefühl, der Fuchs, den suche ich die ganze Zeit, der ist ja nicht drinnen. Ich habe aber das Gefühl, dass dieser Fuchs ganz wichtig ist, denn, und der Turm liegt hier drinnen, der Turm steht dafür, wegweisend zu sein, lichtvoll. Der Turm ist allerdings auch so ein ähnliches Teil, Rückzug, Schutz, Sicherheit, aber auch beim Turm geht es darum, aus der Komfortzone rauszukommen. Thema Komfortzone. Vielleicht ist die Komfortzone hier falsch, dass es darum geht, etwas lichtvoll voranzubringen. Ich nehme die ganze Zeit hier diesen Selbstbetrug und etwas ableugnen wahr, was. Und das zeigt mir hier auch diese Situation. Du richtest dich hier auf etwas Positives, Kreatives aus. Das kann jetzt eine Selbstständigkeit sein, die im kreativen Bereich liegt. Also Kosmetik, Friseur, alles, wo du Freude dran hast. Vielleicht hast du hier Freude an deiner Selbstständigkeit. Jedoch sehe ich hier auch, dass so ein bisschen Stress hier mit dabei ist, viel Kommunikation mit einer älteren Frau, vielleicht auch mit einer Mutter oder einer Schwester, über eine Trennung, über einen Rückzug. Also ich habe hier auch viel Kommunikation mit den genannten Personen gerade eben, die hier über rechtliche Thematiken gehen und da wieder Thema, die Familie ist gleich nebendran, hier ist auch die Familie, da soll noch was geklärt werden, familientechnisch. Ich habe den Eindruck, dass es hier ganz viel Negativität ist. Diese Umwege und Komplikationen sind hier, da bekomme ich das Gefühl rein, dass das etwas ist, was jetzt endet. Also die Schwierigkeiten, die hier ganz lange waren mit etwas, was du nicht weißt, die enden. Also da kommt eine Erkenntnis. Eine Einsicht. Für den einen oder anderen kann das hier auch ein Vater sein, der hier Klarheit gibt, dass da Nachrichten kommen und aufgrund dieser Nachrichten trifft man hier eine Entscheidung. Und wie gesagt, der Bär steht auch für ein Ahnenthema. Also ich kriege hier auch ganz stark ein Ahnenthema rein. Und da habe ich den Eindruck, da ist etwas nicht für dich. Dass hier etwas aufzulösen ist, mein lieber Wassermann, aber nicht für dich. Ich schaue jetzt mal und du schaust ja hier. Also ich habe den Eindruck, es betrifft deine Schwester oder eben deine Mutter. Oder eine Freundin, eine ältere Freundin. Das kann auch gut möglich sein.
Des Weiteren habe ich hier die Trennung von einem Haus. Das kann jetzt ganz vielfältig sein. Zum einen kann diese Person sich schon getrennt haben, also dein Gegenüber. Ihr habt hier einen ziemlichen, ziemlich viel dazwischen liegen. Das kann für die einen schon sein und er ist hier auf jeden Fall belastet. Jedoch habe ich auch gleichzeitig das Gefühl, für andere kann das hier eine wichtige Hilfe und Unterstützung sein für jemanden anderen bei einem Wandlungsprozess. Und da wiederum habe ich den Eindruck, dass hier so eine gewisse Klarheit vorherrscht. Und ich bekomme gerade auch so das Thema Gelassenheit hier rein, dass hier, da ist keine Gelassenheit, also hier ist eindeutig Stress, ja. Kommunikation über die Hilfe, Unterstützung, über Vertrauen. Hier haben wir die Liebe angezeigt, die hier schicksalshaft ist. Das kann eine Person sein, mit der du es zu tun hast. Ich habe aber auch wieder das Gefühl, dass es hier um Aktivitäten geht. Ich habe ganz stark das Gefühl, dass es hier auch um Aktivitäten bezüglich eines Umzuges, bezüglich einer Veränderung in der Zukunft geht. Und da. Es ist zum einen wichtig, das Thema Vertrauen, das Thema Hilfe und Unterstützung und das Thema Loyalität. Und hier ist auch ein Freund angezeigt, der hier auf Herzebene mit einem verbunden ist. Und jetzt müsst ihr selber schauen, ob du das bist oder ob das dieses Gegenüber ist. In der Hinsicht, das ist aber so ein Hauptthema, deswegen habe ich den Eindruck, dass es sowohl als auch betrifft. Ja, also dass hier auf Herzebene ganz wichtige Hilfe, Unterstützung gegeben wird. Das ist dieser Segen, der hier auch liegt. Mein lieber Wassermann, das ist ganz interessant. Ich habe nämlich hier, diese Emotionen, die hier festgehalten werden oder tief verankert sind. Ich habe den Eindruck, das ist nicht nur die Arbeit, sondern auch da geht es hier um giftige, toxische Dinge, die es gilt loszulassen. Zum einen Verhaltensmuster, die sich hier dann auflösen dürfen, aber zum anderen habe ich auch den Eindruck, dass es hier etwas mit der Ahnen-Thematik zu tun hat und mit einem Haus, mit der Entscheidung oder der Lösung, die mit einem Haus zu tun hat. Meine Lieben, wir schauen uns das mal genauer an. Die Karte hier mit den Arkas sagt mir auf jeden Fall, dass eine gemeinschaftliche Arbeit hier, irgendwas, wo man zusammenarbeitet, sehr viel Erfolg bringen kann. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass du Hilfe und Unterstützung gibst, Erkenntnisse bringst,
aber das eigentliche Thema nicht für dich ist. Wir schauen uns das mal an, was wir noch für Informationen bekommen. Ich hätte ganz gerne für dieses Buch eine Information hier unten. Vielleicht bist du auch sehr belesen und hast ein Wissen, was du preisgibst. Das kann jetzt auch sein, dass es gut wäre, zum Beispiel dein Wissen preiszugeben. Und genau das kann die Herausforderung sein, dass du vielleicht Visionen hast oder etwas, wo du glaubst, dass du nicht ernst genommen wirst, wenn du das preisgibst. Gib mir bitte mal eine Karte für das. Ja, genau. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Da kommt der Fehler. Schau mal, und ich habe die ganze Zeit dieses Gefühl, habe ich ja schon gesagt, dieses Selbstbetrug, dieses Leugnen, dieses irgendetwas nicht annehmen können oder wollen, sei dahingestellt. Ihr wisst ja, ich lese nur die Karten, ja? Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Nichts davon, was ich sage, ist irgendwie böse gemeint, okay? Meine Lieben, bedenkt es immer. Hier kommt der Fehler, schaut mal, falsche Entscheidung, Selbstzweifel. Und da kommt auch noch das Alleinsein, Ohnmacht, Angst, es nicht zu schaffen. Also zum einen ist es ein Fehler, dass du alleine bist, bekomme ich hier rein, denn du kannst dir diese Hilfe und Unterstützung holen. Ich habe die Hilfe und Unterstützung, das scheint auch schon in deinen Gedanken zu sein, hier, wie gesagt, es ist ein Freund oder eine Freundin und hier ist das Glück dargestellt. Und die Störche sind, und übrigens die Wege sind ja auch Frauen, ja, das können hier zwei Frauen sein, mit denen du viel zu tun hast. Das hier ist eine herzliche Frau, das hier ist eher so eine, naja, schwierige Frau würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist jemand, der so ein bisschen klar strukturiert ist und der, also mit den Ruten nebendran, die ja auch für eine Tochter oder den dritten Sohn steht, das kann natürlich auch sein, dass du hier Veränderungen diesbezüglich hast im Haus. Oder hier ist ein Konflikt, hier ist ein ganz langer Konflikt. Zeigt mir auch an, dass hier im Leben Ordnung gemacht wird. Damit hier tief verankerte Sachen enden. Und es ist gut möglich, dass du dir diese Hilfe und Unterstützung holst. Dass es quasi ein Segen wäre, wenn du dir diese Unterstützung holst, um etwas zu bereinigen oder im Leben etwas zu klären. Was eigentlich nicht für dich ist, aber trotzdem dir auch wieder hilft, habe ich den Eindruck. Also das ist so beides. Das ist eine ganz gute Karte, das sagt aber nicht für dich. Deswegen habe ich den Eindruck, dass es hier wirklich darum geht, zusammenzuarbeiten, dieses Geben und Nehmen. Und hier kommt die Chance. Also in diesem Selbstzweifel und in dieser Angst, die ja bei uns erstmal immer negativ belegt ist, ne, wenn man vor etwas Angst hat, das ist ja auch hier, was ich vorhin gesagt habe, die Komfortzone zu verlassen. Die Komfortzone zu verlassen heißt, hört sich immer so einfach an, ja. Komfortzone heißt einfach etwas, was da ist oder was man gewohnt ist, anders zu machen. Für mich hört sich das immer freundlicher an wie die Komfortzone. Und da steckt, ich habe den Eindruck, da steckt ein Segen drinnen.
weil die Chance hier kommt und das Ganze ist hier noch so ein bisschen im Verborgenen, hat vielleicht auch mit der Aufgabe einer Arbeit zu tun oder aber es hat damit zu tun, gewisse Kreisläufe zu durchbrechen, zu beenden, das auf jeden Fall. Und ich habe hier den Erfolg, der liegt da, eine Verbindung, einen Kreislauf zu beenden. Das Ende ist mit Sicherheit da. Vielleicht ist auch ein Kummer noch damit gemeint, ja? Ein Kummer, der hier wie so eine Dauerschleife da ist. Und das möchte jetzt in die Auflösung. Der Sarg ist ein sehr vielfältiges Zeichen, möchte ich auch sagen. Der Sarg steht auch für einen Schock, für ein abruptes Ende und für einen Schreck und für Traurigkeit und Kummer, der mit Sicherheit hier noch im Verborgenen liegt, definitiv. Da ist noch was, wo du dir nicht bewusst bist, zeigt auch schon einen kleinen Moment die Thematik an, dass es hier unter dir drunter liegt. Aber es betrifft eindeutig, also das betrifft eindeutig dich, ja. Jedoch nicht für dich heißt, du kannst es loslassen. Und da steckt ein großer Segen drinnen. Meine lieben Wassermänner, bei euch ist es echt spannend. Es ist richtig spannend bei euch. Jetzt bin ich natürlich neugierig und möchte mir mal den Turm hier anschauen. Was haben wir denn hier? Und da kommt ein Sohn, ein Bruder, ein jünger wirkender Freund oder ein Schwiegersohn, um den es hier geht. Vielleicht ist da etwas falsch. Das kann auch sein. Vielleicht geht es darum, hier genau diese Person ihren Weg gehen zu lassen. Und darin steckt das verborgene Segen. Ja, genau, schau mal, da kommt die Anhaftung, Klammern, nicht loslassen können. Natürlich funktioniert das Ganze auch umgekehrt, dass diese Person an dir klammert und nicht loslassen kann. Das ist natürlich genauso das Thema. Und dann erklärt sich wieder das nicht für dich. Ja? Und hier kommt noch eine wohlwollende Frau, eine Freundin, ein Anwalt, eine Anwältin, Ärztin. Förderin, Mutter oder Schwiegermutter. Und ich habe den Eindruck, dass es bei vielen von euch das Thema Mutter ist. Für einige kann es auch das Thema Mutterschaft sein, wo hier hingeguckt oder hingeschaut werden darf. Und das ist diese emotionale Bindung, die hier unten angezeigt ist. Ja? Mit wohlwollender Frau habe ich auch wieder den Eindruck, dass es hier sich tatsächlich auch um mehrere handeln kann. Vielleicht so einen Familienverbund. Das können jetzt, und da sind wir schon fast wieder bei dem Thema Ahnen, das kann sich hier auch um eine Tante handeln. Das wäre ebenfalls das Thema. Oder es ist im Hintergrund etwas am Laufen, was mit einem Mutterthema zu tun hat. Und da sind Anhaftungen da, die es gilt loszulassen. Also da wird auch was losgelassen, ja? Diese emotionalen
Themen. Der Anker sagt immer tief verankert. Etwas verankert sich oder ist verankert in den Emotionen. Und das ist definitiv eine Herausforderung, aber das endet mit Sicherheit, weil hier ein Wissen reinkommt, eine Information, weil hier ein Geheimnis ja, zutage kommt. Und ich habe hier so mit den Visionen den Eindruck, dass es etwas ist, was irgendwie irgendwann schon mal aufgetaucht ist, was einem vielleicht schon mal ins Bewusstsein gekommen ist, was man aber nicht ernst genommen hat. Ja, denn die rosarote Brille steht auch dafür, dass es darum geht, etwas ernst zu nehmen. Also diese emotionale Hürde, sage ich jetzt mal, ernst zu nehmen und hinzugucken, und da endet dann etwas. Sehr interessant, mein lieber Wassermann. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Ich hoffe, du weißt es. Wenn nicht, dann ist es nicht deine Legung. Ganz klar, ja. Und du keinen Plan hast, von was ich rede, dann ist es nicht deine Legung. Meine Lieben, ich möchte wissen, was das ist. Was ist dieses Toxische, was jetzt Gott sei Dank verschwindet? Erfolg. Ja, das Ganze ist ein Erfolg, auf jeden Fall. Wenn das Toxische verschwindet, ist es für mich auf jeden Fall ein Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe wieder den Eindruck, dass das hier, also das hat auf jeden Fall mit dieser emotionalen Herausforderung zu tun. Da scheinen in irgendeiner Art und Weise noch Anhaftungen da zu sein, sagte die Karte oben drüber. Hier geht es darum, etwas loszulassen, was mit einem Bruder zu tun hat, mit einem Sohn zu tun hat oder hier mit dieser Frau zu tun hat. Und ihr Lieben, ich sage es bloß nochmal dazu, das kann auch mehr sein. Das muss nicht entweder oder sein. Es können auch zwei Themen sein, die es gilt hier loszulassen, denn die Routen stehen für die Zahl 2 und auch die Wege stehen für die Zahl 2. Ganz genau, das kann auch sein, dass es vier Themen sind, um die es hier geht. Ja? Auf jeden Fall gehört hier etwas bereinigt im Leben. Und wird auch etwas bereinigt im Leben. Also wenn ich das so anschaue, dann ist das jetzt einfach der richtige Zeitpunkt dafür, das Ganze zu machen. Dieses Gegenüber liegt hier auch so als herzliche Person, die durchaus sich ab und an mal verbiegt. Ja? Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe jetzt gar nicht gefragt. Interessant. Ich habe als letztes ja hier drauf gedeutet und da kommt die Untreue, Betrug in den Rücken fallen. Also es ist das, was ich am Anfang ja auch schon erwähnt habe. Ich habe hier sehr stark das Empfinden, dass es um Selbstbetrug geht. Kann natürlich auch bei dem einen oder anderen der Gegenüber sein, der hier untreu ist. Dieses Untreu, ihr Lieben, hat jetzt aber nicht unbedingt immer nur was damit zu tun, dass hier auf sexueller Ebene eine Untreue stattfindet, sondern das kann genauso gut auf Gefühlsebene sein. Ja, bedenkt es immer, okay? Und dieses Gegenüber hier kann gut sein, dass hier ein Geschenk reinkommt,
die Liebe, eine neue Liebe, würde ich fast sagen, eine neue Partnerschaft. Eine Partnerschaft endet und hier liegt eine neue Partnerschaft, eine neue Verbindung, die hier erfolgreich wird. Und das Ganze im Sommer schon noch da ist. Oder und hier Grund gibt für Frohsinn, Wärme und Sinnlichkeit. Das andere kann ich natürlich nicht ausschließen, auch wenn ich gesagt habe, es geht nicht nur immer um das Thema sexuell, aber das habe ich hier natürlich auch liegen, dass es hier die Herausforderung sein kann, eine Affäre aufzuklären oder sich wegen einer Affäre zu trennen. Kann ich hier ebenfalls nicht ausschließen, liegt tatsächlich so. Letzten Endes habe ich hier liegen, dass diese Veränderungen positiv sind. Auch wenn sie mit einer Herausforderung einhergehen. Sehr interessant bei dir. Den Sarg hätte ich ganz gern noch genauer angeguckt. Bitte gib mir noch für den Sarg eine Karte. Das Ende einer Täuschung. Die Intrige endet. Das Ende einer Täuschung ist auch immer die Klarheit. Da kommt, da wird etwas klar. Eine Trennung bringt Klarheit, ein Rückzug bringt Klarheit, der Verkauf eines Hauses bringt Klarheit. Das kann hier auch ein Scheidungsanwalt sein, der das Neue beaufsichtigt ist oder initiiert, ja. Hier endet eine Täuschung. Und da kann es natürlich indirekt um eine Enttäuschung gehen, von der man sich dann auch wieder distanzieren darf, ja. Damit hier auf der emotionalen Ebene was losgelassen werden kann. Ich weiß, das sagt sich super einfach. Ich hätte jetzt ganz gerne noch, opala, da kommen sie aber schon rausgeschossen. Für diese. Sorry, bin wieder da. Für diese Karte hier mit der Traumfänger, der hat die Zahl 44 und hier ist die 33. Also das sind schon mal zwei Engelzahlen übereinander. Und da kommt das Thema, ist ja interessant, Kinder. Junge Mädchen, Haustier, Stiefkind oder Adoptivkind. Da ist noch was verankert an Emotionen, was eine Herausforderung ist, es zu lösen. Und ich erweitere das jetzt mal auch noch. Für die ein oder anderen kann es ja auch um Enkelkinder gehen. Und hier ist die universelle Hilfe. Was ich auch hier so reinbekomme, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, dass hier vielleicht der Glaube geherrscht hat bei dir, dass etwas nicht für dich ist oder dich nicht betrifft oder dieses Thema hast du schon bearbeitet oder du bist dir überhaupt gar nicht bewusst darüber, dass dieses Thema noch auf emotionaler Ebene bei dir existiert. Und da kommt jetzt aber dieses Bewusstsein rein, dass es darum geht, noch eine Verbindung abzulösen, eine Beziehung zu beenden. Und
das dann wieder ausdrückt, dass du gesegnet bist. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich das jetzt verständlich erklärt habe. Ich habe keine Ahnung, was ich hier erzähle. Ich sage es nur dazu. Ich habe echt keine Ahnung. So, ihr Lieben, wir schauen uns jetzt auch mal was Positives an. Ich möchte nämlich eine gerade für das Kleeblatt und für den Hund. Ui, da kommen jetzt gleich ganz viele. Ja, 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 und so mag ich das, wenn wir das hier positiv beenden können. Ihr Lieben, schaut mal, also Hilfe und Unterstützung als glücklicher Zufall, als positive Fügung, als, ist auch ganz interessant, die zwei spiegeln sich nämlich. Und es ist vorbei, eine neue Zeit kommt. Ich habe den Eindruck, dass du hier auch plötzlich Hilfe und Unterstützung bekommst und eine plötzliche wichtige Nachricht durch etwas Offizielles wird hier etwas, was im Verborgenen war, an die Oberfläche gebracht. Und hier kommt noch die Beständigkeit, also mit Sicherheit ist es hier etwas Offizielles, deswegen liegst du hier auch im Haus der Öffentlichkeit. Und da ist noch etwas, was getrennt werden darf, weil eine neue Zeit kommt. Denn hier kommt auch noch mal der Neubeginn. Also was es auch gerade ist, was du hier meinst, dass es nicht für dich ist, indirekt ist es für dich. Ja, und diese Situation betrifft dich in einer Art und Weise indirekt. Und dieses Erkennen, das ist der Segen, der hier dargestellt ist, meine Lieben. Puh, ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ich schaue jetzt natürlich noch die Karte hier unten drunter an. Mit euch, ja. Wenn das Ganze auf dich zutrifft, wenn dir die Legung gefallen hat, dann lass mir gern einen Daumen nach oben da. Freue ich mich wie verrückt, wie Bolle, wirklich, auch über jeden Abonnenten. Ganz, ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank alle, die abonniert haben. Und ganz lieben Dank alle, die, die abonnieren werden oder wollen. Vielen, vielen lieben Dank. Und wir schauen uns jetzt die unterste Karte an. Spiritualität. Eine spirituelle Entwicklung oder spirituelle Fähigkeiten. Hier ist ein Reifeprozess auch angezeigt auf der spirituellen Ebene. Ganz interessant, meine Lieben. Ich wünsche euch einen tollen Herbst. Freue mich, wenn ihr bei der nächsten Legung wieder dabei seid. Und sage Tschüss, mein lieber Wassermann.